Aber Forest macht Spaß. Sons of Forest. Ja, das haben wir gestern auch angefangen. Ach so. Hm. Schon, ja. Habt ihr die Schaufel schon gefunden? Nee, so weit sind wir nicht gekommen. Wir haben gerade mit den Elektroschocker gefunden, gleich am Anfang. Mhm. Und weiter. Wir haben erstmal eine riesengroße Hütte gebaut. Eigentlich immer erstmal Standard, erstmal bauen. Ja, ich finde schon, das macht sehr Bock. Ey, was macht denn hier? Und jetzt am Dienstag, glaube ich. Am Dienstag wollte ich Atomic Heart anfangen. Ah ja, da sind auch viele begeistert von. Ja. Soll auch sehr, also man kann das Spiel durchaus auch schon 30, 40 Stunden spielen, bis es durch hast. Jo. Kommt drauf an, wie lange dich auch in der Außenwelt aufhältst. Jo, ist halt so Metro-like, ne? Ja. Gucken, ich brauche bestimmt 5 Streams, bis ich überhaupt reingekommen bin. Ja. Aber ist halt auch bei Xbox im Pass drin. Warum denn auf jeden Fall? Also, so, ich hätte es wahrscheinlich so auch gekauft fürs Geld. Ich glaube, 60 Euro hätte ich trotzdem gekauft, glaube ich. Aber mit Pass ist natürlich super. Klar, 15 Euro und dann hast du auf dem Spiele, ne? 10 sogar nur. Okay. Also, erste Monat 1 Euro. Ja, gut, dann hast du das allererste Mal gemacht mit der E-Mail-Adresse, ne? Genau, dann geht das so, du ja. Zahlst 1 Euro und dann 10 Euro. Das ist, so kannst du nicht sagen. Da ist immer mal ein Spiel bei. Ja. Bei Forest kommt ja jetzt auch in 10 Tagen, glaube ich, ein neues Update wieder, ne? Ein großes. Genau, 11 Tagen und 20 Stunden. Mhm. Die wollen ja wohl irgendwie 3 große Updates immerhin mit 2 Wochen Abstand machen. Ja, wie sie es halt schaffen, ne? Ja. Sag mal, weiß ja in der Spielentwicklung, weiß man nie, was einen erwartet, weil. Guck mal, wie oft das verschoben wurde. Also, 2-mal wurde es auf jeden Fall verschoben. Naja, klar. Ja, manchmal hast du halt irgendeinen Fehler und du findest den nicht gleich. Das dauert dann halt, bis du erstmal rausgefunden hast, okay, an was liegt es? Ja, ja, und auch wenn es early ist, du kannst aber keinen Schrott rausbringen. Wenn das Spiel schon gleich schlechte Bewertungen kriegt, du kannst es vergessen. Ja, dann verbrauchst du es dir selbst, ja. Gab's etliche Spiele, wie No Man's Sky damals. Mhm. Das war ja absolute Katastrophe. Mittlerweile soll es ganz gut sein. Ach, der Autobahn-Polizeisimulator, der ist unfassbar verbuggt. Die machen es aber nicht. Ich glaube, die machen es aber aus Prinzip nicht, weil sie es genauso haben wollen. Ja. Reich mit Erde verfüllen. Machst du? Oder? Bist du überhaupt hier? Ah, da. Ja.
kurz. Wandlieferung schon wieder? Okay, dann fahr ich da mal wieder hin. Schön, dass wir Michello hier zuquatschen können, kann er nicht antworten. Nee. Michello, fahr langsam. Nicht so schnell. Du hast vergessen zu blinken. Wir sehen das doch alles. Nie schnell. Nein. Das ist so eine Lüge. Wie kann man so offensichtlich lügen? Da ziehen sich wie die Arschbacken zusammen. Da könnte ich ungespitzt aus der Hose fahren. Ich glaube, ich fahre schon wieder falsch, ne? Nee, alles richtig. Jawohl. Guck auf die Straße, Junge. Oh, das ist aber eine schöne Brücke. Oh nee, doch, richtig gefahren. Abfahren. Alter. Das passiert denn, wenn du hier in der Straße achtest? Ich frage mich, wie Michello schreiben kann, wenn die fährt. Ja, echt. Verrückt, ey. Ich schaff's gerade mal sowas zu trinken, wenn ich fahre. Aus Loyalität den anderen gegenüber. Ja, na sicher. Übung. Sie schreibt nicht nur, sie fährt und sie lackiert sich gerade schon noch die Fingernägel nebenbei. Alles. So, Kram brauchen wir hier wohl noch. Was? Kram brauchen wir noch. Schon wieder? Ja, wir müssen wieder was ausladen. Wir müssen nochmal die Wände bauen. Verstehe ich, warum man das nicht auf einmal macht. Ich hab den Kanal zurückgegeben, ey. Warte. Muss ich den nochmal leihen, ne? Nein. Günni, leih ihn uns. Ach tja, du bist ja noch Hilfsarbeiter. So, bist Vorarbeiter, jetzt kannst du auch Sachen leihen. Konnte ich doch vorher auch schon.
Musst du jetzt mal bestätigen. Ach so. Ja, vielen Dank. Kriege ich jetzt auch mehr Stundenlohn, oder? Oh, ich habe das Gefühl, ich habe schon ewig nicht gehört. Ich weiß, ich höre immer nur so ein Summ. Also ich weiß nicht, was du willst. Ich muss erstmal einmal 5 Millionen auf dem Konto haben, dass ich den Technologiebaum freischalten kann, den letzten. Ah. Und dann gibt's Kohle für jeden. Musst du denn die 5 Millionen investieren? Nein. Nee, musst du auf dem Konto haben. Ach so, okay. Wir haben jetzt 3,9 Millionen. Ist so gar nichts. Also ich habe 3 Millionen, 4 Millionen steht hier bei mir. Nee, hier ist noch nichts. Wenn die Erde erst gefüllt ist, dann ist hier was. Das spawnt gleich einfach so. Ich habe auch Angst hinzugucken, weil ich habe den Angst, dass es wieder verbuggt. Auf jeden Fall sitzt da einer drin. Hallo, aufmachen! Auch witzig, hier an der Seite ist die Tür. Wenn du mal von der Ring guckst, steht da ein Schreibtisch mit einem Computer. Stimmt, keine Tür. Schlecht. Was? Die Tür passt auch nicht. Null. Hogwarts, sag ich. Das ist Hogwarts, ja. 9 3/4. Ist das hier das Paket? Ja, ne? Ja. Ich stell mal vor, müsste ich jetzt die Scheiße auch einzeln hier hochheben. Passt. Das passt auch perfekt zum Tieflader, ne, die Farbe. Optimal. Gut, dass ich einen Helm aufhabe, wenn das nämlich runterfällt und ich habe keinen Helm auf. Passt das andere hier auch noch drauf? Nee. Doch, sagen wir hier auch noch drauf. Ach so, perfekt.
Warte, Juni, warte! Abfahrt! Kommt. Macht ihr schon wieder Blödsinn? Ja, wir kriegen keine Gehaltserhöhung, also machen wir Blödsinn. Ja gut, man kennt ja nichts anderes von euch. Ach Mensch, der Blinker, der läuft jetzt so eine Stunde. Ach nee, ich hab Warn... Ach, okay. Boah, steht Zürich hier schon wieder irgendwo oder warum ist jetzt im Stau? Nee. Die stehen aus keiner sichtlichen. Hier gibt's keinen Grund zu stehen. Ja. Oh, dieser Verkehr hier manchmal. Autos springen alle vor mir. Okay, jetzt ist mal. Vaneta, was macht eigentlich die Stimme? Was ist damit? Irgendwie leckt das hier schon wieder wie bekloppt. Fährst du auch hin, Alter? Nee, ich fahr nach Navi. Mein Navi zeigt mir andere Richtung. Ja, verstehe ich auch nicht. Ich hätte. Ja, nee, ist auch egal. Der führt mich einfach hier durch die scheiß Straßen, anstatt er mich einfach gerade ausgeschickt hat. Fast komplett wieder da. Ah, das hört sich doch gut an. Alter, ich muss gleich nochmal neu starten. Ne? Wieder aussteigen, vielleicht wird es besser.